seit einem Dreivierteljahr gibt es eine deutliche Übersterblichkeit. Aufgrund der lebensgefährlichen Corona-Politik zieht seit Monaten eine Infektionswelle nach der anderen durch das Land. Selbst hier im Bundestag jammern viele Kollegen über Long-Covid, obwohl sie wahrscheinlich eher unter Long-Maske und Long-Impfung leiden. In dieser angespannten Gesundheitslage ist Ihnen der Gesundheitsschutz völlig egal. Wichtiger ist Ihnen die Profitgier von Lebensmittelkonzernen, die Insekten ins Essen mischen wollen. Dabei hieß es 3 Jahre lang, Gesundheitsschutz sei so wichtig, dass man dafür jede Freiheit einschränken darf. Vor wenigen Jahren wurde eine Großbäckerei noch wegen Kakerlaken in Backzutaten geschlossen. Heute dürfen Sie problemlos gemahlene Würmer und Käfer ins Brot mischen. Studien zeigen, dass Insekten schwere Allergien auslösen können. Kein Wunder, schließlich wird das gesamte Insekt mitsamt Innereien, Panzer und Kopf gemahlen. Wir von der AfD stehen im Gegensatz zu Ihnen für tatsächlichen Gesundheitsschutz. Wir halten es für falsch, dass man an der Öffentlichkeit vorbei in zahlreiche Lebensmittel gemahlene Insekten geben darf. Wenn man es wie die Bundesregierung schon zulässt, dann muss man die Bevölkerung über die Risiken aufklären. Solch eine Aufklärungskampagne sollte aber dann bitte ernsthaft betrieben werden und nicht wie die Süßigkeitenkampagne zum Slapstick verkommen. Eine übergewichtige Ricarda Lang und ein Karl Lauterbach, der selbst sagt, dass seine braunen Gammelzähne vom Schokoladengenuss herrühren, warnen Kinder vor Süßigkeiten. Herr Abgeordneter, jeder, der das sieht, der senkt doch die beiden Herr wollen Abgeordneter, nur, ja? Ich möchte Sie bitten, von Beleidigungen direkter Person hier abzusehen. Das war keine Beleidigung, das war eine Tatsachenfeststellung. Das war eine Beleidigung, nein. Und ich erteile Ihnen jetzt einen Ordnungsruf. Und Sie haben jetzt noch 3 Sekunden. Die Wahrheit ist also nicht gewünscht, aber egal. Jeder, der das sieht, der denkt doch, die beiden wollen nur alle Süßigkeiten für sich selbst haben. Das ist Satire pur. Was es braucht, ist eine echte Aufklärungskampagne. Schützen wir die Gesundheit der Menschen und klären wir sie ernsthaft über die Risiken des Verzehrs von Insekten auf.